gab Neues von Nino De Angelo. Ja, also ich habe ein neues Album rausgebracht vor ein paar Monaten, Mitte März. Das heißt, Das Leben ist schön. Und das ist ein Album, mein erstes nach 7 Jahren. Ich hatte ja heftige Probleme mit meiner Stimme. Ich konnte 2 Jahre überhaupt nicht singen. Und davor hatte ich eine sehr schwere Blutkrankheit, die mich gestoppt hat. Also ich habe quasi, musste mich erstmal regenerieren, wieder gesund werden. Und diese ganzen Krankheiten, die nehmen dich ja auch psychisch und seelisch sehr mit. Man braucht da wirklich eine gewisse Zeit, um dann wieder voller Kraft und Energie auf die Bühne gehen zu können. Weil wenn man die nicht hat, dann hat es eigentlich auch gar keinen großen Sinn und Zweck. Und deswegen habe ich mich entschieden, so lange zu warten, bis es mir wirklich wieder hundertprozentig gut geht. Und jetzt läuft auch alles. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin wieder am Start und es läuft immer besser. Ich hatte schon 2 Nummer 1 Airplay-Hits aus diesem Album. Wir haben sehr viel Fernsehen noch dieses Jahr. Am 1.9. sind wir bei Carmen Nebel mit der neuen Single. Es gibt also 4 oder 5 Fernsehsendungen dieses Jahr noch. Das ist ja schon fast vorbei. Also ich denke, da wird sich noch einiges tun bei mir. Hat denn, also die haben Sie ja gerade angesprochen, 7 Jahre eigentlich komplett irgendwie raus aus dieser Musik, aus dieser Musikbranche. Hat das Ihr Bewusstsein zum Thema Musik auch komplett verändert? Wie gehen Sie gerade so an das Thema Musik überhaupt dran? Das hat mein Bewusstsein in Bezug auf die Musik schon verändert. Also ich merke, dass die Songs, die ich schreibe ja meine Songs alle selber. Und dass ich sehr viel aus meinem Leben natürlich und auch aus einer Beobachtersituation meine Texte irgendwie, ich greife Themen auf, die ich früher gar nicht gedacht habe. Und es hat natürlich sehr, sehr viel mit mir selber auch zu tun. Aber es ist schon was anderes als früher. Ich war doch früher eher der Interpret. Ich sehe mich doch als Song, in Amerika sagt man Singer-Songwriter, also gut, das ist hier Liedermacher, das ist es natürlich nicht, hat wieder eine andere Bedeutung. Aber ich sehe mich schon, also ich... Ja, und ihnen vielleicht auch zu helfen in bestimmten Situationen, durch meine Erfahrung natürlich, also ich betrachte das schon sehr, sehr ernst, also ich bin halt... Eher der, wie soll ich sagen, der Stehaufmännchen. Stehaufmännchen sowieso, aber der Sänger, der die tiefgründigen Songs einfach singt, teilweise auch und die schön, also der halt durch meine Stimme auch diesen Ausdruck da reinbringen kann, damit es auch jeder versteht und damit es auch irgendwo eine Wirkung hat bei den Menschen. Viel Erfolg weiterhin, vielen Dank für das sehr angenehme Interview. Wunderbar, danke. Tschüss. Wir sind hier.